Best Buddy Nutrition. Freunde in Deutschland und auch in der deutschsprachigen Schweiz. Ich habe in den letzten Monaten viele Mails bekommen von Leuten,
die mich für mein SST-Training immer Fragen hatten. Und da das immer auf Italienisch oder auf Englisch war, habe ich das jetzt heute auch mal auf Deutsch machen wollen für meine Freunde eben in Deutschland. Also was sie heute gesehen hat, ist ein Ausschnitt von einem SST-Training, Sarcoplasma Stimulating Training. Wir haben angefangen mit einer Vorermüdung an einem Pec-Deck und dann sind wir über eine Hammerstrength Chest Press gegangen, wo wir die ganzen Serie, die ein SST-Satz zusammenstellen, dann gemacht haben. Zuerst ein schwerer Satz mit 15 Sekunden Pause, dann ein Satz mit 5 Sekunden negativ, dann ein Satz mit 5 Sekunden konzentrische Kontraktion, am Schluss noch Isometrie. Dann ist das Training weitergegangen, da seht ihr auch ein paar Ausschnitte und dann nochmal ein SST-Beispiel für Bizeps an einem Curl mit einem Kabelcurl. Dort ist das Prozedere genau gleich, schwerer Satz, 15 Sekunden Pause, dann negative, konzentrische Bewegung und dann die Isometrie. Das Prinzip ist für jedermann. Natürlich muss man dann die Gewichte ein bisschen anpassen und das kann man jederzeit gebrauchen, wenn man merkt, dass das Training so ein bisschen sich, also die Fortschritte verlangsamen, dann ist SST immer sehr gut, um wieder den Muskel ein bisschen in Schwung zu bringen, neue Reize zu setzen, tiefere Reize zu setzen. Für fortgeschrittene Bodybuilder ist es auch sehr gut, weil man da eben wieder ein tieferer, schwererer Reiz setzen kann, was das Muskelwachstum wieder anregt. Hoffe, ihr habt hier und da etwas Interessantes sehen können und ich werde mich sicher in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal melden und vielleicht noch etwas anderes euch zeigen. Danke für das Interesse, Grüß nach Deutschland und in die Deutschschweiz.